Neulich, es war nach Mitternacht, da bin ich plötzlich aufgewacht. Meine Frau, die schnarchte neben mir, der Winter pfiff durch jede Tür. Mein Magen knurrte fürchterlich, es war so richtig schlimm. Da bin ich halt zum Kühlschrank hin und dachte so bei mir, weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, und ein halbes Bier? Weißt du, und ein Bier? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, und ein halbes Bier? Weißt du, und ein Bier? Im Kühlschrank, da war gar nichts drin, der war so richtig leer. Da kam mir etwas in den Sinn, ich frag meine Nachbarin. Ich ging zu meiner Nachbarin und klopfte an ihr Tür. Die Nachbarin hat aufgemacht und sagte gleich zu mir, was willst du hier nach Mitternacht? Was willst du jetzt von mir? Darauf hab ich sie angelacht und sagte dann zu ihr, weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, und ein halbes Bier? Weißt du, und ein Bier? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, wer jetzt recht? Weißt du, und ein halbes Bier? Darum komm ich zu dir. Meine Nachbarin war jung und schön und wollte mich nicht verstehen. Sie meinte glatt, ich komm zu ihr und will etwas von ihr. Ich will von dir nur weiß willkommen, so sagte ich zu ihr. Ich will nur frische weiß willkommen, ich will sonst nichts von dir. Du kannst bei mir bei alles haben, was weiß du, Tobi, nicht. Schleich dich zu deiner alten Heim, du bist mir viel zu blöd. Du kannst bei mir bei alles haben, das weiß du, Tobi, nicht. Geh doch zu deiner alten Heim, du bist mir viel zu blöd. Enttäuscht bring ich mich wieder heim, zu mir ins Schlafgemach. Mein Magen knurrte immer noch und ich hab mir gedacht, weißt du, wer jetzt recht?